soll der Quatsch? Wenn man 50 ist oder älter ist, kann man immer noch genauso viel essen wie jemand, der 25 ist. Alles nur dummes Zeug. Das ist, stimmt doch gar nicht. Als 50-Jähriger, mein Gott, da läuft alles noch wunderbar. Wir haben eine Riesenthermogenese, wir haben Mordshormonschübe. Logisch, hahaha, ihr habt's gehört. Es ist nicht ganz so ernst gemeint, Freunde. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Fitness over 50. Wir werden, wenn wir älter sind, schneller. Punkt. Ihr seht ja, ich bin über 50, klar erkennbar an der Brille und am Spickzettel. Wenn hier Unsinn erzählt wird, kommt sofort die rote Karte aufpassen. Gut, was machen wir heute? Ich habe natürlich hier viele Sachen aufgeschrieben, die habe ich, das sind Anregungen meiner Fans. Im Alter nimmt man schneller zu. Wie kann man darauf reagieren? Warum werde ich im Alter schneller, jetzt kommt was pädagogisch nicht Wertvolles, fett? Die Hintergründe, warum wir im Alter schneller zunehmen, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass einfach unser Stoffwechsel, die Stoffwechsel heißt ja, das was ich esse, die Umsetzung zu Energie, die funktioniert eben nicht mehr so reibungslos und so tadellos, wie es mal war. Dann ist es so, dass natürlich der Körper eventuell auch schon etwas langsamer überhaupt Wärme bildet. Wenn man älter ist, friert man vielleicht auch doch ein bisschen schneller. Dazu kommt, dass die Schilddrüse eventuell, die ist zwar immer noch im Normbereich, wenn ihr jetzt beim Arzt das Ganze messen lasst, gibt es ja einen Wert von A bis Z. Sind wir bei A vorne, ist alles Hurra, sind wir bei Z hinten, ist nicht mehr ganz so prickelnd, ganz grob schematisch ausgedrückt. Das gleiche gilt natürlich auch für den Hormonhaushalt. Ihr wisst ja, wir Männer haben Testosterone. Bis zu unserem 25. Lebensjahr gehen die nach oben. Auch die Wachstumshormone, das heißt so bis maximal 30 circa plus minus, sind wir in dem sogenannten anabolen Status. Wir haben Power ohne Ende. Wir sind alle Männer wie junge Stiere. Danach geht es früher oder später steil bergab. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Hängt auch damit zusammen, was man so alles treibt, wie man schläft, wie man sich ernährt, was man dann sonst so an Zivilisationsdrogen zu sich nimmt. Gut, also das sind alles Faktoren. Hormonhaushalt in Schilddrüsenhormonrichtung, Wachstumshormone sind die Hormone, die unsere Hypophyse, unser Hypophyse-Vorderlappen, unsere Königsdrüse produziert. Und diese werden leider Gottes im Laufe des Alters etwas weniger. Und somit kann es dazu führen, dass der Körper natürlich pro Zeiteinheit weniger Energie verbraucht. Alle, die jetzt zugucken, warten natürlich jetzt auf eine Formel. Ja, wie viel sind es denn? Wie viel habe ich denn weniger? Könnt ihr mir mal vielleicht was fragen, wo ich euch eine Antwort geben kann? Das sind sicherlich Werte, die einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen. Ich sage immer in meine Beratung ganz grob schematisch. Wenn du mal über 40 bzw. 50 bist, dann ist die Kalorie sicherlich in der Regel fast doppelt so viel wert, wie als unter 25-Jähriger. Einmal die ganze Geschichte hormontechnisch und so weiter, Thermogenese sicherlich. Und jetzt kommt noch was ganz wichtig. Wenn wir älter sind, auch wieder hormonbedingt, sind wir natürlich etwas ruhiger. Wenn wir verheiratet sind, verbringen wir den Freitag, Samstag, Sonntag nicht in der Diskothek. Das heißt, wir haben einfach einen geringeren Bewegungsumfang. Wir bewegen uns weniger, wir zappeln weniger, wir hüpfen weniger rum. Das macht natürlich auch was aus. Als unter 25-Jähriger, da hat man natürlich eine ganz andere Aktivität. Das fängt schon mal an, dass man in der Regel, wenn man Sport macht, natürlich viel mehr Sport macht. Dass man ein anderes Freizeitverhalten hat. Da wird noch Fußball gespielt, wird noch Tennis gespielt, wird noch Laufen gegangen. Dann Freitagabend auf die Piste, Samstagabend auf die Piste und in der Woche vielleicht auch noch ein-, zweimal. Nachts nur 5-6 Stunden Schlaf, sonst immer hier am Gucken, wo die Mädels sind. Das kostet natürlich alles Kalorien. Das verbrauchen wir alte Männer natürlich nicht mehr. Und deswegen gibt es eigentlich schon zwei Faktoren, warum wir im Alter schneller zunehmen können und warum wir im Alter sicherlich auch viel langsamer abnehmen. Das sind alles mit unter anderem diese Hintergründe. Klar, ihr kennt das Thema Streitthema Low Carb, High Carb. Klar, die meisten, die hier kommen, so, oh, was redet der von Unsinn? High Carb ist alles, Kohlenhydrate rein, feuerfrei. Klar, wenn ich 17, 18, 19, 20 Jahre bin,
bis zu 25 hier einen Stoffwechsel habe, der Feuer fährt, wenn ich einen Stoffwechsel habe, Hormone, die mir zu den Ohren rauskommen, da ist es anders als 50-Jährige, der schon seit 20, 25, 30 Jahren vielleicht nicht mehr viel Sport gemacht hat, natürlich eine ganz andere Voraussetzung hat, hormontechnisch eine andere Voraussetzung hat. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass man Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleicht. So einfach ist es. Deswegen wir über 50-Jährige, wir müssen einfach ein bisschen mehr leisten, letztendlich, um das Gleiche zu erreichen wie jemand, der unter 25 ist oder auch unter 30 ist. Deswegen, für uns über 50-Jährigen zählt die Kalorie in der Regel. Einfach ganz pauschal mal. Es gibt sicherlich irgendwelche Studien, ich weiß, ich habe noch keine gefunden. Sollt ihr welche finden, dann postet sie mir drunter. Aber ich gehe einfach grob schematisch aus und sage, Freunde, ab 50 ist die Kalorie doppelt so viel wert. Ihr müsst doppelt so viel machen und dürft nur die Hälfte essen. Und dann ist es immer noch eventuell nicht das gleiche Ergebnis, was rauskommt. Deswegen, Freunde, über 50 heißt ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen sorgsamer sein, vielleicht sogar ein bisschen regelmäßiger Sport betreiben und das ganze Thema gesunde Ernährung halt auch ein Stück weit ernster nehmen wie ein unter 25-Jähriger, weil die Schadensfaktoren bei einem über 50-Jährigen kann natürlich auch wesentlich höher sein, weil der Körper eben nicht mehr so frisch ist, die Leber ist nicht mehr so frisch, das Immunsystem ist nicht mehr so frisch. Wir haben eigentlich schon ein bisschen ein paar Löcher, ein paar Dellen im Lack, ein paar Kratzer im Lack, ein paar Dellen im Blech. Und deswegen, Freunde, over 50, aufpassen. Obacht, aufpassen. Das war's schon mal zum Thema über 50-Jähriger, männlich wie weiblich. Bitte nicht vergessen, nehmen wir schneller zu und langsamer ab. Dahinter steckt tatsächlich was. Bis bald. Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Bekannt auch als Mr. T. Immer zum Thema deine Fitness, dein Stoffwechsel, meine Aufgabe.